Herzlich willkommen beim digitalen Handbuch der Kassensoftware AIDA Touch. Powered by eichhorns.at und Adasys. We help to sell. Kapitel 15. Die Kunden- oder Gästekartei. Heute arbeiten wir mit unseren neuen Geräten von Adasys. Der EcoPost 300 und der EcoPost 310 mit Kundendisplay und eingebautem Bondrucker. Die EcoPost 300 mit 14 Zoll, die EcoPost 310 mit einem 10 Zoll Display. In unserem System befindet sich natürlich auch eine Kunden- und Gästekartei, wo man den Kunden oder den Gast mit Name, Adresse, Telefonnummer, Firmenname, E-Mail-Adresse und auch Kundennummer aufnehmen kann. Wir melden uns am System mit unserem ultrageheimen Passwort an, drücken auf Funktionen und hier befindet sich der Button Kundenkartei. Dahinter befindet sich die Kunden- oder Gästekartei. Oben mittig das Feld mit dem Schreiber und auf Suchen und sofort kriege ich angezeigt alle Kunden, die bereits erfasst sind. Links herunten das Wort Neu, damit kann ich mir einen neuen Kunden erstellen mit der Anrede, Titel, Name, Zusatz, welche Staatsangehörigkeit, Straße, E-Mail-Adresse, auch die Kundennummer. Ich habe hier ein weiteres Feld, wo ich sein Geburtsdatum eintragen kann und auch eventuelle Bemerkungen. Vielleicht bei einem Nächtigungsgast, dass er einen speziellen Polster benötigt oder bei einem Stammgast im Restaurant, dass er eine spezielle Sorte Wein trinkt. Ich habe noch ein weiteres Feld für Notizen. Hier als Beispiel bei einem Friseur trägt das Datum ein und schreibt die Farbe dazu, die für die Tönung der Haare verwendet wurde oder so ähnliche Dinge. Anschließend bestätige ich mit OK und die Geschichte ist abgeschlossen. Möchte ich einen Kunden ändern, dann markiere ich mir diesen Kunden und tippe auf Ändern. Hier kann ich dann verschiedenste Informationen ändern und mit OK schließe ich diese Sache ab. Informieren Sie sich auch unter www.eichhorns.at.